Liebe Freunde, willkommen zurück bei Panzerkorps. Sowjetkorps, um genau zu sein. Wir sind in der Kesselschlacht von Minsk. So ist die Lage. Die Deutschen erscheinen übermächtig, aber wir haben immerhin ein bisschen Verstärkung bekommen. Nämlich 3 Flugzeuge dazu. Und die werden wir jetzt mal schon... Ups. Die werden wir mal versuchen, jetzt sinnvoll einzusetzen. Und ich denke, hier sind Opfer, mögliche Opfer. Wir werden erstmal mit der Flak schießen. Nein, bitte auf ein Flugzeug. Und zwar auf dieses hier, das ist schon angeschlagen. Ja, wir haben es komplett mit der Flak erledigt. Hervorragend. Okay, dann stürzen wir uns auf dieses hier. Ja. Die ist isoliert und ich will sogar versuchen, mit allen 3 dorthin zu fliegen. Das ist so Wahnsinn, wie gut diese Flugzeuge sind. Wir kriegen da überhaupt keine Chance. Das ist jetzt blöde. Versuchen wir mal mit dem wegzufliegen. Vielleicht kommen wir dann mit dem anderen in die Nähe. Nee, das erreichen wir jetzt gerade so nicht. Das ist natürlich auch ärgerlich. Dann fliegen wir lieber hier nach unten. Tja, ich weiß nicht. Soll man jetzt angreifen? Nee, bei so einem Ergebnis eigentlich nicht. Macht keinen Sinn, meines Erachtens. Lassen wir das lieber. Dann versuchen wir mal hier unsere Katjuscha weiter nach vorne zu bringen. Immer der Straße entlang. Das wäre schon ganz wichtig, wenn wir die absichern könnten. Deswegen fliegen wir auch mit denen da einfach rauf, sodass sie nicht bebombt werden kann. Tja, und diese Tupolev, was machen wir mit der? Halten wir die eher noch im Hintergrund, bevor sie jetzt abgeschossen wird? Ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir das so machen. So, dann ziehen wir mit den Soldaten erstmal weiter. Vielleicht können die uns wirklich hier noch von Nutzen sein. Da oben haben wir auch noch... Tja, sacken wir die jetzt ein? Ja, machen wir mal. Gehen wir mal hier durch die Mitte. Die Pioniere, die müssen leider zu Fuß gehen. Und ich glaube, mehr ist dann hier auch nicht, was wir noch nachziehen können. Die hat geschossen. Okay, damit sind wir schon im Bereich... Tja, in dem interessanten Bereich hier im Kessel, wo wir uns verteidigen müssen. Und hier ist vor allem meine Sorge, sind die Flugzeuge. Hier unten haben wir eine Stuka und hier oben. Wir haben 4 Flakgeschütze, die jetzt schießen können. Das Ding, theoretisch könnten alle 4 mal auf die obere Stuka schießen. Das wäre vielleicht mal ein Versuch. Beziehungsweise fangen wir mal mit der an. Ein bisschen Glück kriegen wir sie. Mit ein bisschen Glück. Ja, sehr schön. 4 auf einmal. Sehr gut. So, wenn der jetzt trifft. 2. Das heißt, wir haben jetzt 8. Okay, dann könnte der letzte vielleicht den Abschuss. Jawohl, wir haben sie, glaube ich, erledigt. Wir haben sie vom Himmel geholt. Gut, dann haben wir noch hier unten die Stuka, die nervt. Aber eine haben wir schon mal ausgeschaltet. Das ist ein kleines Erfolgserlebnis. So, jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir das jetzt am besten? Wir haben hier Panzer, die im Norden kommen. Wir haben diesen hier, den wir vermutlich erstmal unterdrücken sollten. Und dann sollten die Pioniere ganze Arbeit leisten können. Nein, schon wieder Pech gehabt. Verdammt, er kann fliehen. Das ist ärgerlich. Da können wir jetzt leider auch nicht wirklich hinterher. Wir könnten höchstens versuchen... Ne, wir kommen noch nicht mal mit der Artillerie dahin. Das ist jetzt ein bisschen bitter. Pech gehabt. Kann man nichts machen. Gut, dann machen wir weiter. Wie sieht es denn hier aus? 5-0. Und hier sieht es auch aus 5-0. Leider haben wir nur eine Artillerie, die hier helfen kann. Die anderen stehen im Norden.
Ich habe fast das Gefühl, dass wir ihn ein bisschen umdisponieren müssen. Ich tue mal die Flak hier hin. Die kommt in den Süden. Und die ziehen wir hier ein weiter durch. Oh, jetzt können wir sie doch erreichen. Komm, dann erledigen wir jetzt mal den Panzer her. Die ziehen wir auch runter, wobei die Infanterie gefährdet ist. Aber die Infanterie ist hier auch gefährdet. Die ist im Moment scheint mir wichtiger zu sein. So, hier greifen wir an, versuchen zu unterdrücken. Den ziehen wir erstmal hier in den Norden. Den können wir eigentlich... Ja, ziehen wir den vom Flugplatz weg? Ich weiß nicht so genau. Ach ja, schwierig, schwierig, schwierig. So, hier haben wir 2-1. Ja, die Infanterie ist hier ganz schön gefährdet. Den können wir auf jeden Fall erstmal wieder upgraden. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob es gut ist anzugreifen, wenn man nicht vernichtet. Oder ob es lieber besser ist, in der Verteidigung zu bleiben. Ich glaube, ich greife mal nicht an. So, hier müssen wir uns jetzt entscheiden. Schießen wir auf die Infanterie oder den Panzer? Ich tendiere jetzt auf den Panzer. Der ist ordentlich unterdrückt mit 5. Mal gucken, was wir jetzt hier reißen. Nicht viel mehr. Aber immerhin macht er keinen Schaden in unsere Richtung. Okay, und hier greifen wir jetzt auch an. Gut, setzen aber nicht weiter nach. Wir gehen hier in den Wald, verschanzen uns dort. Und hier werden wir auch Stück für Stück ranrücken, denke ich. So, haben wir was vergessen? Bestimmt haben wir was vergessen, aber das ist dann eben so. Gut. Mal gucken, wie jetzt die nächste Welle, wie hart die nächste Welle wird. Aber wir können hier auf jeden Fall noch ersetzen. Das müssen wir immer machen, wobei Prestige gering ist. Aber wo es die Möglichkeit gibt, sollten wir das unbedingt tun. Ich glaube, hier gibt es nicht die Möglichkeit, aber hier können wir noch ein bisschen Treibstoff uns holen. So, mehr ist jetzt erstmal nicht. Wir beenden die Runde, den Zug, besser gesagt. Und ja, da wird weiter gebombt. Ah, verdammt. Na gut. Das wird hart. Das wird hart für den Panzer. Und vielleicht kriegen wir den ja beim nächsten. Und unser Nachschubjäger, die werden da auch abgeschossen. Ich weiß nicht, wie man mit denen besser umgeht. Was ist der nächste dran? Die sind echt chancenlos. Oh Gott, wie traurig. Gott sei Dank können diese Jagdflieger nicht viel gegen Panzer ausrichten. Das ist zumindest eine erfreuliche Sache. Wir müssen die andere Stuka down kriegen, aber ich glaube, da haben wir eine Chance, weil sie ist nicht weggeflogen. Das ermöglicht uns einiges. So, da ist einer schon wieder auf den Fluss gefahren. Ein schönes Opfer für uns. Der nächste, der auf den Fluss fährt. Jetzt werden wir so richtig eingekesselt. Jetzt beginnt die Kesselschlacht. Oha. Jetzt wird es langsam knifflig, weil da doch schon ziemlich viele Einheiten jetzt stehen. Jetzt werden wir im Wald angegriffen und werden so richtig fertig gemacht. Wie kann das denn bitte sein? Ich hätte jetzt echt gedacht, der Verteidigungsbonus greift da stärker. Oha. Das wird jetzt ein Problem da unten. Das wird ein Problem. Die Flak hält sich da immer noch einigermaßen. Jetzt kommt die Ari des Gegners. Versucht wahrscheinlich den Bunker da anzugreifen. Der Süden sieht mir sehr gefährdet aus. Aber bevor wir dahin gehen, werden wir mal weiter hier
unsere Katjuscha versuchen, in Stellung zu bringen, wobei sie hier schon... Aber es hilft nichts, wir müssen ja was tun. Wir werden die Flanke quasi jetzt so ein bisschen als Schutz dahinstellen und weiter mit dem... Obwohl, das lassen wir erstmal noch. Da warten wir nochmal ab, wie das, wie der Jägerkampf dort läuft. So, hier gehen wir weiter geradeaus. Die ziehen wir jetzt einfach auch mit. Tja, den bringen wir auch ran. Mit der Halbkette. Die Pioniere sind lahmarschig, aber sie kommen. Vielleicht helfen sie uns ja noch irgendwie. Hm, was macht man hier gegen die... gegen diese starke feindliche Luftwaffe? Wir werden jetzt wieder versuchen, die... die Stuka hier abzuschießen. In Stuka. Das letzte Mal hat es gut geklappt. Mal gucken, ob es diesmal auch so gut klappt. Das wäre echt wichtig. Ja, hervorragend. 6 sogar erwischt. Wunderbar, das ist unser Ding. Sehr schön. Dann könnten wir... Nein, jetzt bleibt noch einer übrig. Ich fasse es nicht. Na gut, wir haben ja auch noch eine. Das ist jetzt wichtiger. Gut, damit ist die auch erledigt. Die sehr gefährlichen Bomber haben wir jetzt erstmal erledigt. Nun ist der Panzer hier unten angeschlagen. Das ist jetzt erstmal noch das größte Problem. Und die hier, die sind auch ein Problem. Im Prinzip bräuchten wir eine Artillerie hier. Hier brauchten wir eine Artillerie. Aber da steht jetzt keine. Und die Katjuscha ist erst im... übernächsten Zug da. Was machen wir da? Wir müssen den erstmal wegziehen. Ziehen wir ihn vielleicht hier hin. Zur Sicherung der Katjuscha und stellen erstmal noch hier die Infanterie hin. Obwohl die da genauso gefährlich leben wird. Aber was soll man machen? Eigentlich müsste ich das Ding reparieren. Aber wir können nur Stärke plus 1. Weil da ein Flugzeug drüber steht. Das ist halt das Bittere. Was machen wir da? Ich denke mal, wir schicken wir schicken jetzt hier meine Artillerie runter. Tja, schwierig das Ganze. Hier werden wir jetzt mal hier helfen. Das war nicht so optimal, aber immerhin 4 unterdrückt. Mal gucken, ob der Panzer es reißen kann. Ach, verdammt. Schlecht geschossen. Wirklich schlecht geschossen. Das kann man jetzt echt nicht gebrauchen. Sowas Blödes. So, leider können wir ihn da nicht so einfach vertreiben. Dann greifen wir jetzt einfach an. In der Hoffnung, dass das Ding jetzt irgendwie überlebt. Dann bringen wir den mal einen runter und ich denke, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die, die auf dem Fluss stehen. Schießen wir einmal gegen die Infanterie. 4-1, die wird jetzt vertrieben, wenn wir angreifen. Wie sieht's aus, wenn wir hier so angreifen? 0-6. Da können wir, glaube ich, gar nicht so viel mehr schaffen, wenn wir jetzt mit der Artillerie loslegen. Insofern machen wir das einfach so. Zieht sich zurück. Hätten wir vielleicht doch vorher mal schießen sollen. Naja. So, 4-1. Machen wir das? Oder gibt es was, was wir mit der Artillerie hier besser avisieren sollten? Vielleicht doch den Panzer hier einfach ein bisschen reduzieren. Okay. Jetzt greifen wir hier nochmal an. 3-1. Auch nicht so gut wie erwartet. Das hätte alles besser laufen können.
Das macht keinen Sinn. Man könnte den jetzt vorziehen, aber dann ist hier unsere ganze Verteidigungssituation ein bisschen schwieriger. Dann ist er nicht mehr durch Kanone gedeckt und so weiter. Das machen wir lieber nicht. Knifflig, die Sache. Also hier im Süden ist mehr los als im Norden, habe ich das Gefühl. Wir müssen, glaube ich, irgendwie doch ein bisschen umdisponieren. Schwierig. Die Katjuscha, die brauchen wir dringend. Okay. Deshalb werden wir auch hier ihn wieder über die Katjuscha stellen, um hier wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Und jetzt bringen wir doch mal unseren... Na, ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass der sofort abgeschossen wird. Aber wir bringen jetzt nochmal Stellung. Oder wir könnten dann eigentlich... Nee. Hier kommt er hin und der wird dann direkt daneben gezogen. So, gut. Haben wir noch was vergessen? Das Ding ist hier, lebt auch noch. Da können wir dann noch was töten. Ne, töten nicht. Beschädigen. Aber leider schießt er daneben. Das ist ärgerlich. Ja, ob wir den nur bewegen oder nicht, das ist auch nicht mehr so wesentlich. Gut, dann, liebe Freunde, geht es weiter. Ja, jetzt werden wir doch attackiert. Aber immerhin fliegt er vom Panzer weg. Und unser Katjuscha ist derzeit noch sicher. Das ist erfreulich. Der ist getötet. Oh Mann. Gut, Gott sei Dank. Kein Schaden am Panzer. Und dieses Ding hält echt auf. Das ist der Job. Sehr gut. Der fährt in den Wald hinein. Das wundert mich. Da nimmt er doch deutlich Schaden. Ja, tut er jetzt auch. Oh, das könnte jetzt hart werden. Ah, nein. Der Panzer hat da einen schwierigen Stand. Aber immerhin, Wladimir Yegorov ist Kriegsheld. Und bekommt Initiative plus 1. Das ist doch mal erfreulich. Aber wie lange lebt er da? Das ist die Frage. Und hier... Das ist Mist. Hier kommen wir jetzt doch nicht mit der Flak durch. Verdammt! Das ist dann gegen die Infanterie. Das heißt, wir können hier immer noch ausladen. Aber schade, es ist trotzdem. Oh Gott, Leute, wie soll man das schaffen? Ist das hart oder ist das hart? Naja, gut. Soweit zu dem Thema Ausladen. Und jetzt brechen sie auf ganzer Linie durch. Greifen nochmal im Wald an. Na gut, das können sie ruhig ein bisschen öfter machen. Das ist nicht gut für Panzer. Schwierig wird es erst, wenn sie ihre Ari dann in Stellung gebracht haben. Dann wird es ein bisschen knifflig werden. Boah, aber... Verdammt. Das habe ich mir schon ein bisschen besser vorgestellt. So, die Stadt im Norden ist auch gefallen. Gott, ist dieses Szenario ganz schön frustrierend irgendwie. Zuzusehen, wie man so krass eingekesselt wird. Also den Süden, das habe ich falsch eingeschätzt. Da hätte ich gedacht, das können wir irgendwie einfach halten. Das sieht ein bisschen sehr schwierig aus. Keine Ahnung. Oh ja, sehr schön. Das ist gut gewesen. Mal einen kompletten Kill hingelegt. So wünscht man sich das. Also im Norden stehen wir deutlich besser als im Süden, aber es ist jetzt schwer,
da umzudisponieren. Möglicherweise Truppen. Aber wir müssen Truppen verschieben. Hilft nichts. Wobei es im Norden. So, jetzt dürfen wir Lufteinheiten aufstellen. Na toll. Na großartig. Und wie mache ich das jetzt eigentlich? Da darf ich jetzt aufstellen, wie mir scheint. Muss ich jetzt kaufen? Jetzt bin ich ganz sicher, wie ich meine Leute aus der Reserve da hole. Nee, hier ist es nicht. Das klang jetzt so, als ob wir die ins Spiel bringen können, aber vermutlich aufstellen meint er wahrscheinlich mit kaufen oder was? Ach nee, wir haben ja hier noch die Reserveliste, alles klar. Und drei können wir jetzt reinbringen. Okay, na toll, die werden doch auch gleich abgeschossen oder was? Nur da oben. Na gut, dann machen wir das. Also ich auf jeden Fall die beiden Jäger, aber Leute, die überleben doch hier nicht lange. Da habe ich echt keinen Optimismus. So, dann blenden wir die mal wieder aus und machen weiter. Und jetzt mal ein bisschen klug überlegen. Tja, können wir es wagen, hier unsere Katjuscha hinzustellen? Genügt das, um diese Einheit dort zu retten? Ich weiß es nicht. Wir machen es. Leider kriegen wir da nichts erledigt von. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist echt hardcore, was hier abgeht. Oh, das war aber mal gute. Das war richtig gut. Jetzt wäre es schön, wenn wir den mal zum Beispiel erledigen. Oh Mann. Bitte. Bitte. Aber immerhin ein weniger. Bitte schließen. Vielleicht können wir hier sogar plus 4. Das ist erfreulich. Das geht dann. Vielleicht halten wir hier doch noch die Stellung. Hier können wir auf jeden Fall plus 6 machen. Das müssen wir auch machen. Und hier, tja, was haben wir jetzt hier an gegnerischen Flugzeugen in der Luft? Die stehen alle im Süden. Vielleicht kriegen wir jetzt noch wieder eins abgeschossen. 2 nur. Ein nur. Oh, das hätte besser laufen können. Ärgerlich. Da sind noch 3 über. Wisst ihr was? Wir werden doch jetzt mal hier ein bisschen nach Süden umleiten. Ich werde einen Panzer hier runterziehen. Das erscheint mir jetzt echt mehr als nötig. Wir werden Folgendes machen. Wir werden hier einmal da raufgehen. Ärgerlicherweise nichts erledigt. Ich hätte gehofft, dass wir möglicherweise die Einheit killen können. Und den Panzer ziehen wir jetzt nach unten. Gehen wir mal das Risiko ein, dass wir jetzt da eine Lücke haben. Wobei das eine ziemlich fiese Lücke ist. Aber mir fällt nichts anderes ein. Wir haben zu wenig Truppen. Ich meine, wir könnten noch was kaufen. Vielleicht eine Panzerabwehr oder so. Ne, können wir uns nicht leisten. Achso, wir haben auch nicht genügend Einheitenfelder. Genau, wir sind voll. So, die sind leider wieder repariert. Kriegen wir jetzt hier vielleicht mal einen Kill hin. 2-1. Das müsste vielleicht drin sein. Wie viel Muni hat der noch? Der hat noch 2. Na gut, wenn ich jetzt einmal schieße, kann er sich immerhin noch einmal verteidigen. Tja. Ist die Frage.
Warte, man könnte jetzt nochmal raufschießen. Und dann hoffen, dass wir einen Kill hinkriegen. Und wieder nicht geklappt. Wieder zieht er sich zurück und wir werden nicht nachziehen. So, das ist jetzt wirklich ein bisschen heikel, die Angelegenheit hier. Wir können den noch runterklappen und nach vorne ziehen. Das wäre eine Möglichkeit. Dann haben wir zumindest eine gewisse Verteidigung. Lassen wir das mal so. Und den bringen wir jetzt hier auch mal rüber. Oh ja, da können wir sogar noch einen Schuss abgeben. Erfreulich. Gut. Und mit der Flak schießen wir auch auf den. Auch 3 Treffer. Gut, das heißt, es liegt in der Luft, dass wir hier vielleicht... Nein, 1-1, ey. Oh Mann. Aber ist trotzdem. Oh, schon wieder Pech gehabt. Schon wieder Pech gehabt. Bloß der gefällt mir jetzt hier gar nicht. Den müssen wir irgendwie doch nach hinten ziehen. Das ist jetzt doof. So. Jetzt kommt hier ein bisschen Verstärkung. Aber die werden sich auch nicht lange halten. Aber immerhin haben wir was. Und die Pioniere gehen auch gen Süden. Die ziehen auch tapfer mit. Und hier oben unsere Luftwaffe, na, ich weiß ja nicht, was wir mit denen noch so reißen können. Problem hier, unser Panzer, der hier extrem in Bedrängnis ist. Eigentlich müssten wir ihn ein Stück weit zurückziehen. So, der hat nur noch 3 Bewaffnung. Was machen wir denn hier am besten mit dem? Ja. Vielleicht hier einmal. Und er drückt 3-1. Wagen wir das? 3-0. Ne, wir greifen lieber hier an. Jetzt kein weitere Verluste. Und sehr schön, der nächste Kriegsheld. Angriff plus 2. Das ist echt heftig. Leider geht die Muni langsam hier runter. Das werden wir jetzt aber auch noch tun. Oh, das war schlecht. 4-1 und 1-1 ist es geworden. Das sind so die frustrierenden Momente. Und wir können hier gar nicht ersetzen. Der Panzer hat echt Probleme. Ich bin mir nicht sicher, ob er das überlebt. Wir greifen jetzt mal nicht an. Wir riskieren nichts weiter. Und wenn der Panzer stirbt, dann ist unsere Stellung hier aber sowas von in Bedrängnis. Oh, wir haben noch 14 Runden. Wie soll das denn bitte gut gehen? Leute, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Gut, wir lassen erstmal den Gegner nochmal ziehen und dann kicken wir. Vielleicht haben wir die Front hier zu oben für zu gefährlich eingeschätzt und hier unten das nicht gut vorgebaut. Also das sind so Sachen, das weiß man dann, wenn man einmal so eine Karte gespielt hat. Warum schießt die Katjuscha nicht? Was ist da los? Das habe ich jetzt gar nicht kapiert. Warum macht die kein Unterstützungsfeuer? Hä? Ist das neu, dass die kein Unterstützungsfeuer gibt? So, der nächste Jäger ist im Eimer. Den Panzer erwischen sie noch nicht. Ja, und der kriegt sogar noch einen Treffer. Sehr hübsch. Und da rücken sie vor. Ja, jetzt schießt die Katjuscha. Aber warum vorhin nicht? Das verstehe ich nicht. Oh Gott, der ist hin. Der muss aufgeben. Verdammt. Damit ist die Katjuscha entblößt. Da kann jemand... Oh nein. Oh nein. Das sind so bittere Momente. Allerdings lenkt das von dem Panzer ab. Das ist gut. Das ist okay. Doch vielleicht lieber auf Panzerabwehr gehen sollen. 2 sind noch übrig dort.
Langsam kommt leider auch die Artillerie dort in Stellung. Knifflig das Ganze. Stehen wir da ganz blöd auf dem Fluss. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass sie so schnell sind. Die Stadt ist leider auch verloren, bevor wir da noch eine Einheit reinstellen konnten. Das ist auch schade. Puh, erste Runde 5 von 18, ey. Und bei uns sieht es schon wieder so kritisch aus. Ich weiß nicht, ob das hier zu machen ist. Vielleicht erlebt ihr die erste Niederlage. Keine Ahnung. Wir pausieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinwalden.